So, da wären wir auch schon wieder. Wir wollten gleich unten Erz 2 bauen, und zwar hier. Auch wenn ich gerade sehe, dass hier auch ein schöner kleiner Außenposten wäre. Also man könnte theoretisch von hier aus noch ein bisschen weiter nach links ziehen und dann da noch abbauen. Müssten wir nur ein paar Türme hinstellen, aber nee. Also ich will da nachgucken, ob alles okay ist. Ob wirklich alles Erz abgedeckt ist, dass wenn die Mining Drills durchgebohrt haben, dass wirklich kein Erz mehr rumliegt und wir das ganze Ding dann abbauen können. Das will ich nachgucken. Dann will ich nachgucken, ob die Logistik-Chests noch ausreichen. Weil in den Kommentaren wurde geschrieben, dass teilweise Roboter durchgehen mit Holz hin und her fliegen, weil sie keinen Platz haben, es abzulegen. Und das wäre natürlich nicht so schön. So, hier das Eisenerz. 12.000 Erz im System. Ja, das kann ruhig so weitermachen. Hier kommt Kupfer auf jeden Fall noch an. Gehen wir da durch. Ja, das Fitzelchen Erz wird am Ende übrig bleiben, wenn ich das richtig sehe. Ja, das ist vollkommen vertretbar, das ist okay. Also, weitermachen. Tür zu. Ja. Wie viel Kupfererz haben wir im System? Immer noch keinen positiven Wert. Oh, unsere Anlage wieder angegriffen. Der Turm direkt wird beschädigt? Jungs, ich brauche Mauern. Ich brauche wirklich, wirklich Mauern. Strom? Fragezeichen? Hält sich, okay. Trotzdem brauche ich Mauern. Also ich brauche Mauern, ich brauche Steine, ich brauche ganz viel Zeug, um unten unseren zweiten Außenposten zu bauen. Und das sieht. Ah, doch, hier ist noch genug Platz. Also das mit dem Holz muss irgendein Fehler gewesen sein. Das haben die wahrscheinlich nur hin und her geflogen. Wir haben echt viel Eisenerz. Ja, hier ist eine Kiste drin. Ja, nee, also platztechnisch ist noch genug da. Das ist gut. Und ganz schön viele Batterien. Ha. Haben wir irgendwo Mauern drin? Ne, sehe ich keine. Dann laufe ich mal kurz. Warum wird hier nicht gearbeitet? Oh. Okay, deswegen wird nicht gearbeitet, weil sie voll sind. Du hast keine Kohle mehr. Das ist nicht gut. Also die Kohlevorräte hier sind schon mal weg. Kohlevorräte hier sind schon mal weg. Kohlevorräte hier sind schon mal weg. Und ich werde bestimmt nicht die Steam Engines abbauen, um an die Kohle ranzukommen. Und es wird gerade Akku verballert, wie nichts Gutes. Ja. Habe ich genug, um Solarzellen zu bauen? Nö, nicht wirklich. Jedenfalls nicht viele. Hier ist auch kein Stein über. Hier ist schon wieder alle. Da ist schon wieder alle. Die können alle weg. Also wir sind echt gut da drin geworden, Ressourcen wegzuknabbern. Das hätte ich echt nicht gedacht, dass das so schnell geht. Aber okay. Muss man umgehen können. Hier. Warum, warum? Achso, dich haben wir ausgestellt. Gib mir bitte Stonebricks, dann mache ich halt selber Mauern. Pah. Pah. So. Das hatte ich ausgestellt gehabt, damit die Ziegel auch schön drin bleiben, glaube ich. Weil wir für manche Gebäude auch Ziegel direkt brauchten. Was ich allerdings nicht verstehe, ist, dass hier 100 Ziegel drin lagen und die bei mir nicht angeliefert wurden. Ja, jetzt macht ihr das, jetzt wo ich euch auch darauf aufmerksam gemacht habe. Aber vorher. Vorher habe ich Chips bekommen und ein bisschen Stahl und sonst gar nichts. Komische Viecher. Und 190 davon, die nichts zu tun haben. Also es war sehr gut, dass wir es abgeschaltet haben. Sonst hätten wir hier echt ein Problem. So, mehr Mauern. So, Mining Drills haben wir. Das Ding hier. Ja, komm, stellen wir dich hin, reparieren wir dich, tun wir wieder ins Inventar. Was hältst du davon? Das klingt gut, hä? Dahin, dahin abbauen. Weil die stacken nicht, wenn sie beschädigt sind. Davon brauchen wir allerdings sehr, sehr, sehr viele. Da bauen wir davon welche. Dann hole ich mir hier gleich die neuen Steine ab. So. Und was dann und was dann? Also, Steine habe ich, das habe ich. Ja, ich brauche große Energiemasten, ich brauche kleine Energiemasten, ich brauche Stahl. Genau, alles zu mir. Jo, 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 jo.
Ist ein bisschen ärgerlich, dass die jetzt immer weglaufen. Also, dass sie aufhören, mich anzuliefern, weil ich zu schnell weglaufe. Wir sollten ihnen echt mehr Geschwindigkeit geben. Aber Forschung hatte ich ja extra eingestellt, damit sich die Chips ein bisschen stauen. Wobei, blaue Tränke sehen jetzt echt gut aus. Oh ja, sehr geil. Blaue Tränke stauen sich bis nach oben. Okay, haben wir irgendwas, was nur blaue Tränke braucht? Charakter-Logistik-Slots 3. Nee, das ist Overkill. Das braucht 300 davon. Schnellere Fließbänder. Die brauchen Lubricant zum Herstellen. Weiß ja nicht. Shotgun Shooting Speed. Shotgun Damage. Shotgun Damage ist wichtig, das ist unsere Hauptwaffe. Und es gibt noch einen danach. Ja komm, gib ihm. Das bitte erforschen. Lila Science Packs werde ich wahrscheinlich nicht genug haben. Da stelle ich aber ein paar von Hand her. So, die kommen dann da unten rein. Wie schaut es bei euch so aus? Eisenplatten sind okay. Kupferdraht. Warum ist da kein Ärmchen? Hör auf, komische Science Packs herzustellen. Bau blaue Ärmchen. So. Aber ich glaube, das hatte einen Grund, warum wir den zweiten nicht angeschlossen hatten. Ich weiß nur nicht mehr, was der Grund war. So oder so, wir brauchen definitiv viel mehr Kupfer. So, du bist leer, du bist leer. Du bist leer. Alles mitkommen. Du bist aus, Skynet. Du bleibst auch erstmal aus. Hier ist gut. Habe ich inzwischen meinen Stahl bekommen? Ja, habe ich. Dann hätte ich gerne mehr davon. Ärmchen dahin. Also ich habe jetzt 20 Medium Poles, um das Muster zu legen. Ich habe die großen Poles, wenn auch noch nicht genug, um da erstmal hinzukommen. Also okay. Dann habe ich 7, 8 Mining Drills zum Aufstellen. Fließbänder. Schnelle Fließbänder. So, da brauche ich Zahnräder für. Das dürfte kein Problem sein. Gehen wir einfach direkt an die Quelle. Oh, oder ich werde einfach zugebombt mit Zahnrädern von den Robotern. Dankeschön. Strom? Hält sich, okay. Zahnräder sind da, was fehlt jetzt? Transport Belts. Ich hätte gerne Transport Belts. Hier. So, ein paar. Dann mehr für den schnellen Dingern. Dann brauchen wir ebenfalls noch Eisenkisten. Nicht Stahl, Eisen. Ich habe mehr Stahl als Eisen, das ist irgendwas komisch. Hier, Eisenplatten. Hey, 3 Stück. Moment mal. Wir haben 12.000 Zahnräder im System. Aber keine einzige Eisenplatte, die frei verfügbar ist. Was macht ihr Jungs hier unten? Da kommt schon mal nicht genug Kupfererz an. Was nicht so gut ist. Also, ne? Die sind nicht alle durchgehend am Laufen. Das ist nicht gut. Und auch hier nicht durchgehend am Laufen, weil... hier wieder Ausfall ist. Okay. Da, da. Weg. Du, da hinten hin. Mehr Fließbänder. So. Da oben für das kleine Fitzelrest-Ding kommt auch noch einer hin. Da kommt einer hin. Da kommt einer hin, der auch einen komischen Strommast bekommt. So. Und dann hier das, hier das, hier das. Du weg. Das sieht alles sehr chaotisch hier aus und ist es auch. Aber was soll's, Hauptsache mehr Eisen. Ja. Aber die sind trotzdem nicht alle durchgehend am Arbeiten, weil die hinteren nicht das abbekommen. Das ist soweit okay. Ich würde gerne ein paar davon schon umstellen auf Requester Chests. Dazu soll ich jetzt noch welche bauen. Und eigentlich wollte ich mich ja um die Bahn unten kümmern. Aber das bringt uns nichts, wenn das hier oben nicht auch schon angepasst ist.
Ja doch, hier wird es was bringen. Schmelzöfen, können wir noch Schmelzofen bauen? Ja, einen Schmelzofen. Bitte bau den hier hin. Den Requester Chest, krieg Darn Chest. Und das baue ich jetzt nur auf, weil ich weiß, dass bald genug Kupfer reinkommt. Momentan würde es keinen Sinn machen, weil selbst die noch nicht ausgelastet sind. Aber ich will das schon mal vorbereiten für später. Du da. Und du hättest gerne Kupfererz. 100 Stück. So. Zugstrecke haben. Wir brauchen noch die schrägen Dinger, die da. Und Licht. Licht brauchen wir auch noch. So, also du kommst dann hier. Was steht da? No Path. Wie No Path? Ist irgendwas kaputt gegangen oder? Warum meckerst du? Du, hör mal auf zu fahren. Ah, Laserturm wurde zerstört. No Pass. Sehr komisch. Komm, wir fahren von... Oh, kann ich nicht fahren. Ja, stopp. Ah, okay. So, fahr hoch, fahr hoch, fahr hoch. Ich will gucken, was da kaputt gegangen ist. Nicht, dass jetzt irgendwo eine Schiene fehlt und ich gleich entgleise. Das finde ich so toll. Ja, sieht alles gut aus. Stopp. Aussteigen. Du. Fahr. No Pass. Was zur Hölle willst du von mir? Remove Station, Remove Station. Fahr nach Erz 1, danach fährst du nach Home. No Pass. Oh. Weil das eine Ding da zerstört wurde. Sehr krass, okay. Welcher Turm wurde denn kaputt gemacht? Hier oben. Hier ist alles am Arbeiten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier. Okay. Einfach keinen zweiten Doppelmauer ziehen. Du warst auch kurz davor zerstört zu werden, ne? Haben wir noch Lasertürme auf Tasche quasi? Nee. Dann bau bitte mal Lasertürme. Wie viele Spawner haben wir da? 1, 2, 3, 4. Wir haben einen großen Wurm, der ist doof. Aber es sind nicht zu viele große Würmer. Also das könnte ich da oben knacken, glaube ich. Habe ich ein Auto dabei? Nee. Kann ich ein Auto bauen? Nee. Wenn wir das versuchen mit hinlaufen, das wird nichts, oder? Nee, das wird nichts. Laserturm da. Mehr verdammte Lasertürme. So. Die auch noch. So. Sichern. Okay. Das sollte jetzt hoffentlich reichen. Okay. Zug ist wieder weg. Wie sehen eigentlich die Fässer, die Kisten hier aus? Okay. Okay. Sehr schön. Also das Zugsystem gefällt mir tierisch. Ich freue mich schon drauf, da unten auch die Basis auszubauen. Wobei wir uns ein schöneres System ausdenken müssen mit Sicherung der Basis. Aber da hätte ich gerne erstmal ein Angriffsmuster. Also nach welchen Kriterien die uns angreifen. Und eigentlich müsste man ganz drumherum auch eine Mauer ziehen, aber es ist so viel Mauer. Sind wirklich leer werden die Kisten nicht. Also wir sollten demnächst dieses Meer auf einmal hin und her mit dem Arm machen. Das bringt uns doch schon einiges.
Achso, ja, und ich wollte Lila Science Packs forschen. So.